Vanessa List studiert nachhaltiges Lebensmittelmanagement an der Fachhochschule Joanneum in Graz-Eggenberg. Die junge Frau will aber auch abseits ihres Studiums gesellschaftspolitisch Dinge bewegen, die von Dauer sind. Es kann überall was Schönes rauskommen. Also sei es, wenn Menschen zusammenkommen, sei es, wenn es um Lebensmittel geht. Und ich finde es schön, wenn man in diesem Prozess auch drinnen sein kann und etwas schaffen kann. Und da können wunderbare Dinge entstehen. Am Dietrichsteinplatz hat Vanessa 2011 die erste Amnesty International Jugendgruppe der Steiermark gegründet, im Alter von 16 Jahren. Gemeinsam mit insgesamt 5 Mitstreitern gibt es hier in einem Gemeinschaftsbüro mehrerer Vereine regelmäßige Treffen. Es gab zwar schon eine Gruppe von Amnesty in Graz, aber da waren die Mitglieder hauptsächlich Erwachsene. Und ich habe mir dann aber doch gedacht, es ist lustiger, mit Gleichaltrigen, mit Schülerinnen und Studentinnen aktiv zu sein. Das Layout eines neuen Plakates wird besprochen. Die Aktionen der Gruppe sind vielfältig. Das Typische, was man kennt von Amnesty, wir schicken Briefe an unterschiedliche Politikerinnen auf der ganzen Welt, um eben zu fordern, dass politisch unschuldige Gefangene freigelassen werden. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir Menschenrechtsbildung machen. Also wir betreiben Aufklärung in Schulen. Menschenrechte gehen uns alle an, egal ob in anderen Ländern oder hier in der Menschenrechtsstadt Graz. So eine Botschaft der jungen Aktivistin. Auch in Straßenaktionen soll auf die Würde und den Wert jedes einzelnen Menschen aufmerksam gemacht werden. Hier werden bunte Statements gegen Rassismus gesammelt. Es ist einfach wichtig, in Erinnerung zu rufen den Menschen, dass wir Menschenrechte haben. Wir merken es zwar in so einem guten Land wie Österreich nicht, weil wir selten einer Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sind. Man muss aber schon sagen, dass es einiges noch zu tun gilt. Und gerade auch bei dem aktuellen Thema wie Flüchtlingsthematik. Natürlich, neue Dinge sind befremdlich, aber wir müssen uns nicht von unserer Angst leiten lassen, sondern wir können selbst entscheiden, wie wir handeln. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus ist es den jungen Aktivistinnen jedenfalls gelungen, in Graz ein starkes Zeichen für Toleranz zu setzen. Es ist jedes Mal für mich ein sehr schönes Gefühl und es hat was gebracht. Ich habe sinnvoll diese paar Stunden investiert und auch dieses, dass man doch als Einzelner was machen kann.